Hallo, Minecraft-Freunde! Ich habe wieder vor, etwas zu tüfteln. Ihr erinnert euch bestimmt noch an dieses System, den Teppichwechsler. Dieses Prinzip will ich nutzen, und zwar für einen, naja, sagen wir, ein geheimes Aktenregal, also für geheime Akten. Und zwar, das heißt, das System, das soll dann aufrecht sein. Nicht liegend, das ist dann so. Und das soll dann quasi hin und her schieben zwischen zwei Regalarten, sozusagen wechseln. Machen wir noch ein mehr. So, dann. Moment, nee, da muss das sein, genau. So, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, zack, zack, zack. So, dann, Moment. Genau, machen wir das so. 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 So, so. Halt, nicht so. So. Und, nee, das sieht blöd aus. Das machen wir so. Dann ist das wenigstens so ein abgeschlossenes Regal. Ich muss mal gerade so, dass wir auch gegensetzen können. Genau. So, dann haben wir hier so ein Regal. Und das soll ja hin und her geschoben werden. Ich hoffe, das wird mir gleich nicht im Weg sein. Doch, ist es. Das heißt, ich mache. Nö, warum eigentlich? Ich baue es einfach in die andere Richtung. Nee, geht ja auch nicht. Nein, muss nochmal weg. Dann machen wir hier die Pistons mal gerade weg. Bauen wir das Regal auf diese Seite. So. So. Und dann Moment. Genau. So, das sollte jetzt aber reichen. So, 1, 2, 3, 4. Das soll erst dann in die eine Richtung schieben. Genau. Das soll erst in diese Richtung schieben. So, darüber. So, und da hier die Pistons ja dann theoretisch ausgefahren werden, weil das Regal ja vorher dahin geschoben wurde oder so, ne? Denken wir uns jetzt einfach mal. Machen wir hier schon mal einen Abstand, so als wären die Pistons ausgeschoben. So. Nein. Setz dich doch richtig hin. Genau. So, dann machen wir dahinter. Moment, Standardblock. Wo ist er? Da. Moment. Ich will ja. Dahinter müsste das dann. Dahinter müsste das. Das schiebt ja dann darüber. Genau, ich muss das nochmal abnehmen. Das Regal. Und zwar, muss ich dahinter ja auch Pistons haben, aber Sticky Pistons. Weil ich will ja, dass das nachher nach vorne schiebt. So, 4 hatte ich. Machen wir das mal so. Nein. Brauche ich die zwei schon mal hinterher nicht zu setzen. Genau. Perfekt. So, dann sehen wir hinterher von den Pistons auch nichts. So, dann muss das Ganze ja noch angesteuert werden. So, Moment. Das wäre. Genau. Das machen wir so. So. Und so. Dann brauche ich noch Fackeln, Redstone. So, dann halt, Moment, erstmal die Fackeln. Dann werden nämlich die unteren beiden schon mal angesteuert. So, weil die Fackel einmal selbst diesen Block anfeuert, dann feuert die Fackel den Block an und durch den Block wird der zweite Piston angesteuert. Und jetzt wollen wir ja oben auch noch. Und da machen wir einfach so einen Klicks da oben drauf. Genau, und dann braucht man nur unten dann sozusagen mit Repeatern das Ganze ansteuern. Genau. So, das heißt, Moment, hier. Warum ich das so mache, erkläre ich auch gleich. Und zwar werden die Pistons ja dann nach und nach nach vorne geschoben. Das heißt, erst hier,
dann wandert dieser Pisten, der wandert dann darüber, dann muss hier, ich muss das auch noch timen. Genau, ich muss das noch timen, das machen wir jetzt auch gleich. Und das machen wir auf der anderen Seite auch noch. Moment. Also ausfahren muss erst der, dann der, dann der, dann der. Genau. Das machen wir hier genauso. So, erst der, dann der. Gut, dann können wir die hier sozusagen verbinden. Verbinden. So, dann müssen wir das noch ansteuern. Und nee, das können wir gar nicht so machen wie da, weil sonst haben wir hier nämlich die Linie quer. Und das würde uns nicht viel bringen, weil da würden nur die unteren beiden angesteuert werden. Ich will es mal gerade zeigen. Da würden nur die unteren beiden sozusagen angesteuert, aber oben passiert gar nichts. Und das darf ja nicht sein. Das heißt, wir müssen oben mit Repeatern arbeiten, weil sie hier so ein bisschen nebeneinander liegen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, zack. Dann machen wir das hier. So, und ich will das ja unten auch noch ansteuern. Und am besten mit dem gleichen Timing. Dann machen wir das so. Genau. Machen wir das so. Dann. Perfekt. Dann haben wir das hier nämlich auch angesteuert. Jo. Weil ich will nämlich hier dann hinterher. So. So, hier soll ja dann quasi die Wand sein. Dass dann hier dann sozusagen nichts davon zu sehen ist. So. Ne? Und dann soll das hier drin dann auswechseln. Das heißt, es soll erst zurückfahren, wechseln und dann wieder vorfahren. So, das wäre zumindest das. Also hier zurückfahren tut's. So, jetzt bin ich am Überlegen. Bin ich am Überlegen, bin ich am Überlegen. Ich müsste, also ich will auf jeden Fall diesen abgewandelten T-Flipflop benutzen. Allerdings muss das da ein bisschen länger zurückbleiben. Das heißt. Genau, bauen wir mal den abgewandelten T-Flip. Moment. Nee, ich mache das anders. Und zwar machen wir hier so eine kleine Signalverlängerung, damit das lang genug aus ist. Also hier. Und hier, das will ich invertieren, damit das Regal standardmäßig an ist. Das machen wir hier weg, das machen wir dahin und dann hier so. Nein, nein, das geht nicht. Das dachte ich mir schon fast. Ha, 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 sehr witzig. Nein, Moment. Und zwar, genau. Machen wir das so. Muss das nochmal kurz weg. So, dann das dahin wieder. So, dann haben wir das invertiert. Dann muss ich das ja noch so ansteuern. Moment. Machen wir so. Dann muss ich hier. Das ist ja Blödsinn. Machen wir so. So. Ich hoffe, dass das eine hier reicht. Müsste eigentlich reichen. So, dann machen wir hier einen abgewandelten T-Flip-Flop hin. Das heißt, wir machen den ein bisschen Abstand dazu, sonst kommen wir nämlich damit ins Gehege. Wäre ein bisschen blöd. Ich musste noch weiter zurück. Jetzt machen wir das Loch hier zu. Ich musste noch weiter zurück. So. Ich muss ja das auch noch ansteuern können und das da hinten und, ne? Muss ja alles passen. So, dann machen wir hier den da unten hin, dann Pisten. Pisten. Genau. Dann hier. Ne, wir brauchen nur den. Mehr brauchen wir ja nicht. So. Dann dieser geht direkt dahin. Dann, Moment, Moment. Erst soll er das zurückfahren. Das heißt, wir machen hier das Signal etwas länger und hier auch. So.
Dann soll das Signal ja auch noch kommen. So, das Signal soll ja bei jeder Schaltung kommen, sozusagen. Bei jeder Schaltung, damit das bei jeder Schaltung, egal welches Regalsystem dann hinterher aktiviert wird, dass das dann hin und her schaltet. So, dann dieses muss ich ein bisschen Abstand hier nehmen. So, und das wird zu lang sein, deshalb mache ich hier noch einen Repeat dazwischen. Ich hoffe, dass es dann trotzdem noch reicht. Nee, das muss ja invertiert werden auch. Machen wir das so. Dann sollte das Signal auch reichen. Gut, dann muss ich ja diese Seite noch ansteuern. Das machen wir auch mit einer Invertierung, würde ich sagen. So. So, das ist aus. Ich will mal gerade probieren. Ich will mal gerade probieren. Ich will mal gerade probieren. Drücken wir einfach mal. Okay, Moment. Nochmal. Okay, warum ist die Banane krumm? Hier stimmt es. Moment. Das Signal wird hier nicht aus. Ach, klar, kann ja nicht ausgemacht werden. Da fehlt ja noch was. So. Warum bleiben die oberen jetzt liegen? Ach, ich habe gar keinen Redstone hier oben. So. Das könnte vielleicht funktionieren. Juhu! Juhu! Jetzt sagt bloß, das ist ein Teil, was auf Anhieb funktioniert. Moment. Och jo. Ach, das war ja einfach. Okay, dann wollen wir noch ein bisschen Knopf verstecken. Genau. Wir verstecken den Knopf noch ein bisschen. Moment, das machen wir damit. Kleiner Trick. Und zwar habe ich mir gedenkt, wir machen das Ganze so. So, Moment. Muss ich mal gerade hier so rüber. So, dann kann ich mich da drunter sozusagen den Knopf verstecken. Jo. Knopf, Knopf, Knopf. Will den jetzt nicht suchen. So, da können wir hier quasi runtergehen. Genau. So. Halt! So tief solltest du gar nicht. So. Machen wir da so her. Moment, Moment, Moment. Ich muss bis dahin. So. Weil hier macht es ja nichts, wenn da irgendwie. Moment, da muss ich hin. Genau, da muss ich hin. Genau. Dann machen wir hier den Knopf hin. So, das sollte eigentlich, ja, geht, perfekt. So, weil das ein bisschen lang ist bis da hinten, machen wir hier noch so ein Teil dazwischen, dass das Signal noch ein bisschen verlängert wird. So, und theoretisch sollte das schon funktionieren. Perfekt. Aber, das muss noch ein bisschen zurück. Das muss noch ein bisschen zurück. Hier, das machen wir zu. Nein, nicht zu. Da soll der Knopf hin. So, da soll der Knopf hin. Genau. Weil der Plan ist nämlich, dass man dann hier durch die Treppe greift. Ah ne, ich muss die Treppe andersrum machen. Ich blöd, Mann. So, erst einmal. Nein. Nein. Wo habe ich denn meine Treppe? Ja, wie gesagt, das ist ein TÜFTE-Video, da können Fehler passieren. So, zack. Die zwei machen wir nochmal kurz weg. Da eins hin. Obwohl, da hätte er keins gebraucht, aber egal. Machen wir trotzdem. Ja, da mal raus. So, dann. Jetzt sollte das gehen. Ich will mal gerade gucken. Theoretisch sollte das gehen. Moment. Da ist der Knopf, ne? Ja. Moment. Weil man kann dann nämlich durchgreifen, obwohl. Warte mal, nee. Ich glaube, ich weiß, wo der Fehler liegt. So. Und dann diesen dann so. Dass es so ins Eck reingeht.
beziehungsweise wir machen den so und den so. Genau. Hä? Wieso liegt denn der jetzt falsch? Das sollst du doch nicht tun. So. Genau, jetzt. So, und jetzt sollte das durchgreifbar sein. Theoretisch. Da war der Knopf, genau. So. Jetzt müssen wir mal ein bisschen peilen. Gucken, wo der... Halt! Ich glaube, ich hatte es gerade, oder? Nö. Nö. Wieso geht denn das jetzt nicht? Das ist ja... Ah! Genau, da haben wir ihn. Ja, muss man ein bisschen fummeln und friemeln. Aber irgendwas hat hier jetzt gerade nicht gepasst. Warum hat das gerade nicht gepasst? Okay. Ich glaube, was? Was? Wieso? Was? Wie? Das passt alles. Ach, klar. Ich weiß warum. So, das machen wir mal da. Moment. Genau. So. Weil ich habe doch da was abgemacht. Ich hatte doch von den Regalen was abgemacht. Jetzt sollte es wieder stimmen. Genau. So, dann machen wir hier. Machen wir mal kurz auf, dass ich hier die Treppe wieder setzen kann. Genau. So, dann machen wir hier dazu. So, jetzt sollte das eigentlich... Ah, hier, ne? Ja. Gut. Sollte eigentlich funktionieren. Ne? Ich hab's nicht so mit dem Peilen. Ihr merkt es schon. So. Irgendwo da ist es, da bin ich mir sicher. Heiliger Strohsack. Wieso geht denn das jetzt nicht? Mal was gucken. So, da ist die Treppe, die gerade geht. Da ist die Ecke, ne? Ja, ist schon klar. Ach, deshalb. Genau, die muss doch zur Seite. So. Sonst wird das höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Jetzt testen wir das nochmal. Da ist der Knopf, genau. Jetzt geht das auch. So. Ja, man muss halt ein bisschen peilen. Und dass mir das angezeigt wird oben, das ist not enough items. Ist eine ganz praktische Sache. So kann man den Knopf besser finden. Also es funktioniert auf Anhieb. Habe ich jetzt nicht erwartet. Aber okay, ich find's gut. Perfekt. Ich hoffe, ihr könnt es für irgendwas gebrauchen. Ne? Ja. Ich sag bis zum nächsten Mal und tschüss.